Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Utopia. Wir haben das MG Vulkan fertig und das werden wir uns jetzt abholen. Jetzt geht's zum Profil. Okay, wir haben das jetzt mal ausgerüstet. Wie es aussieht, können wir leider nur eine schwere Waffe haben. Mann, das nervt langsam auch mal. Spinne, weg, 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 ihr Spinnen. Oh, macht doch mal die Käferschiene und Spinnen hier tot! Nein! Alter, ey. Immer wenn wir gerade einen schönen Moment hier haben. Okay, nun gilt es erstmal ein bisschen Heilung herzustellen. Weil das ist schon ein bisschen bitter sonst. Ohne Heilung überleben wir es nicht. Ich bin gespannt, wie wir abschneiden werden. Also dort kann ich den Tod hier nicht... den Ton hier nicht machen. Weil im letzten Kommentar wurde geschrieben, der Game Sound wäre nicht da und meine Stimme wäre auch nicht da. Ich spreche hier dazu, also das ist kein Gameplay, das ist ein Let's Play. Und Sound ist eigentlich auch genügend da. Vermutlich ist meine Stimme da jetzt doch ein bisschen zu leise. Ich weiß es nicht, ich versuche laut genug zu sprechen. Und mal gucken. Jetzt stellen wir nochmal Granate hier. Zwei Stück werden wir jetzt herstellen, einmal die hier und dann noch eine andere. Dann haben wir wieder drei und dann gucken wir mal. So, gleich geht's in den Außenposten. Hoffen wir mal, dass wir diesen Jaffa befreien können. Und wir müssen ja immer noch an dem MG vorbei. Shit. Na, dann wollen wir mal. Also kümmern wir uns erstmal um diese Spinne hier. Angriff. Einfach Angriff. Mensch, aber dieses Nachgelade. Schade. Los, schieß, schieß, schieß um dein Leben. Yeah. Ja. Und zack. Bam. Wir müssen gleich ein Level up haben. Nämlich gleich jetzt. Yep, ein Level up. Okay, wir werden nun versuchen, das MG hier zu besiegen. Verwende Stasis gegen Feinde, die Nahkampf bevorzugen. Okay, das ist jetzt hart hier. Los, 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 auf damit, auf damit! Schnell, wir brauchen Heilung! Nein, das überleben wir nicht! Shit, Mann! Alter, ey. Nein. Ja, leck mich am Arsch, du Scheißgeschütz. Eingehender Anruf. Commander, wir haben verdächtige Aktivitäten von Kingpins Leuten auf einer fernen Insel registriert.
Dort befindet sich ein Trainingslager der Folterer, der besten Kämpfer, die uns je begegnet sind. Sie sind perfekt ausgerüstet und bestens trainiert, um gepanzerte Stellungen anzugreifen. Folterer? Ich frage mich, wofür Kinpin sie eigentlich trainiert. Ich weiß, dass Kinpin sie zum Angriff auf unsere Basis nutzen wird. Sie werden hier in einem oder zwei Tagen landen. In diesem Fall sollten wir zuerst angreifen und sie überraschen. Um dorthin zu gelangen, brauchen wir einen hochwertigen Helikopter. Ja, was passiert denn hier noch alles? Okay, ja, das ist was für... Wir müssen einfach mal ein bisschen... Ich kann es höchstens versuchen, mit dem MG Vulkan jetzt hier was zu reißen. Natürlich, das schafft sich. Doch, wir haben das doch schon einmal besiegt. Wir haben das doch schon einmal besiegt. Komm schon, Vido. Ich schaff das nicht alleine. Los, los, los. Nein, wir werden wieder sterben. Ja, wir haben es geschafft, ey. Gott sei Dank. Gott sei's gedankt. There is a shortage of shells. There is a shortage of grenades. Toll, jetzt haben wir keine Granaten mehr. Und das MG können wir jetzt auch erstmal vergessen, weil... Dafür gibt es keine Muni, die wir herstellen können. Hey, wer bist du? Bringst du das Lösegeld für jemanden? Werf es her und nenne den Namen, den dann werde ich wissen, was Sache ist. Wir haben kein Lösegeld, wir suchen Jaffa. Ihr sucht Jaffa und habt kein Lösegeld? Wie kann das sein? Normalerweise kriecht man vor mir auf dem Boden. Übergibt mir das Geld und hält still den Atman, dabei hoffend, dass ich meine Meinung nicht ändere. Du aber willst jemanden holen, ohne zu bezahlen? Nein, so funktioniert das nicht. Ich gebe ihn nur für einen guten Preis wieder her. Ja, vergehen zu lassen wird eine gute Tat sein, für dich und für andere. Guter Wille bringt einen in dieser Wüste nicht weit. Du willst Jaffa? Du musst bezahlen. Wozu brauchst du diesen Kerl eigentlich, hä? Ich sehe doch, dass du nicht von der Händlergilde kommst. Das stimmt, wir sind keine Händler, deshalb wird nicht gehandelt. Und es geht dich gar nichts an, warum wir ihn brauchen. Lass ihn gehen oder du wirst am Leben bleiben. Vielleicht. Bist du übergeschnappt, elender Wurm? Hat die Sonne dein Hirn frittiert? Niemand wagt es so mit mir zu sprechen. Wenn du mich ankläffst, wirst du winselnd in der Hölle enden. Ich werde dich jetzt an einem Fall aufhängen und deine Weiber an den Höchstbietenden verkaufen. Verstanden? Ich verstehe, dass du nicht verstehst. Also gut, ich werde es dir auf eine andere Weise erklären müssen. Ja, Leute, also das ist natürlich... Ach du Schande. Der hat ja noch ein paar Männekiken. Ja, und wir haben keine Granaten mehr. Also den müssen wir offenbar besiegen. Aber ich sehe doch, hier laufen doch schon wieder noch ein paar andere Männchen rum. Alter. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, danke. Also wir müssen uns hier ganz schön durchboxen. Wir kämpfen ja wirklich ums Überleben. Also eigentlich schaffen wir das nicht mehr. Was wir jetzt noch machen können, ist eine kleine Nebenmission, um uns ein bisschen Rohstoffe zusätzlich zu verdienen. Ja, hier läuft jetzt der Bullige rum, ja.
Wenn ihr euch erinnert, der Vernichterboss. Also ich glaube nicht, dass er, also... So, 4 von 5 und 5 von 5. Aber wir nehmen mal lieber die Kristalle. Was kriegt man eigentlich für den Level 4 Terror? Wow. Ob man es mal versuchen sollte? Moment, was stand dort oben gerade? Bedrohungslevel hoch. Wie sieht's mit Level 1 Terror aus? Niedrig. Level 2 gering. Auch gering. Man kann es ja höchstens mal versuchen. Aber ohne Granaten wird das ein bisschen schwierig. Aber wir haben den doch schon einmal besiegt, oder? Also, man kann es ja mal probieren. Ah, die sind das Problem. Na toll, jetzt habe ich es gemerkt. Runter, 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 wenn du nicht sterben willst. Alter, wirf keine Granaten her. Und Schuss. Kommt denn da noch angelaufen? Shit, das überleben wir nicht. Das überleben wir doch nicht. Das überlebe ich nicht, nein. Shit. Was ist das denn schon wieder bei der Scheiße hier? There is a shortage of grenades. Also das schaffen wir nicht. Nee, nee. Ja, wir kümmern uns lieber um andere. Und zwar um den Level 1 Terror. Oh nee, erstmal Anomalien. Erstmal Anomalien besiegen. Also was heißt besiegen, sondern hier zerstören und aufhalten und was ist nicht alles hier. Wenigstens bringen die uns ein paar Rohstoffe. Schön wäre es, wenn die aber mehr bringen würden. Also nochmal. Und auf zum Angriff. Und alle haben sie Granaten, soweit ich weiß. Na, hör auf, deine Granaten zu schießen. Alter, wie die alle näher kommen wollen. Ja, ha. Puh, so einfach geht's ja. Ja, und jetzt sind es 100%. So Leute, ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle mal den Part beenden, weil ich muss erstmal Muni und sowas alles das farmen und sammeln hier. Dass mal wieder die Lager voll sind und dass ich mal wieder Sturmgewehr-Muni on air produzieren kann. Denn das werde ich alles demnächst brauchen. Also dann Leute, vergesst nicht diesen Part zu liken, denn sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao. Ach, dann halt nicht, Mann, scheiß Spinne, ey.
Mensch, wie viele sind's denn noch hier? Nein, 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 Alter, ey, was halten die aus? So, aber jetzt, bis dann und ciao und einen Daumen nach oben da lassen.